Ihr wollt wissen, wo sonst noch Material fehlt? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Kiff. So, wir haben heute vor, den Spaß hier weiter anzuschließen. Zu gucken, was uns fehlt, wo wir was haben müssen. Wir wissen schon mal, wir müssen von da hinten mit Alu-Gedönse hier hinbringen. Und das ist leider nicht so leicht, wie wir uns das gedacht haben. Deswegen müssen wir uns jetzt eine Variante einfallen lassen, mit der das geht. Eigentlich muss ich das Zeug jetzt von da hier einmal komplett drüber und da unten anschließen. Das ist eigentlich ziemlich bescheuert. Die Alternative ist aber, ich reiße die kompletten Bänder da unten ab und drehe den Spieß um, dass ich das da einleiten kann. Ich glaube aber, dass das eine schneller geht, auch wenn es bescheuert ist. Naja, machen wir das so. Ich versuche auch, das diesmal nicht ganz so Spaghetti-mäßig aussehen zu lassen. Okay, das nimmst du so nicht. Förderband zu steil. Okay, bis wohin ist die Förderband zu steil? Da. So für das. Also ein ganz schöner Umweg. Gucken wir mal. Kriegen wir das hin? Nein. Sehr recht. Okay. Andere Variante. Wir setzen uns. Dürfte hoch genug sein. Nee, auf dieser Seite. Ja, genau hier. Da soll es reingehen, da soll es rausgehen. Dahin. So. Und jetzt hoffen wir, wir brauchen gar nicht so weit runter. Wir können. Dahin gehen. Und das nimmst du. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch überall hier so ein Ding draufsetzen. Und einmal von da hinten ziehen. Das heißt, den von oben müssen wir nochmal neu machen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So. Und hier hin. Dann können wir auch was. Wenn ihr das mitmacht, natürlich mitlassen. Dann müssen wir den runter. Maschinen laufen alle an hier. Klingt auch immer sehr gut. Die Höhe müsste stimmen. Hast du irgendeinen Bogen, der mir nicht gefällt? So. Das ist also maximal bescheuert hier. Aber hey, sieht wenigstens halbwegs vernünftig aus. Bin ich mal inzwischen? Ja. So, und du bist da. So. Ihr füllt euch langsam alle auf. Okay. Das Gute an der Geschichte ist, das wird jetzt schon mal langsam voll gemacht. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Wenn die alle voll sind, dann läuft das hier auch definitiv besser.
Wir haben die Kraftwerke da hinten angeschlossen. So, wir gucken uns das nächste an. Der Spaß da vorne hat definitiv alles, weil der kriegt ja nur Wasser und Schwefel. Und da wissen wir, das funktioniert. Da liegt alles an. Das Rohr müsste hier voll sein. Genau. Der geht hier vorne rein. Hier kommt noch kein Uranabfall an, weil haben wir noch nicht. Und Uran haben wir auch noch nicht hier. Das ist aber auch okay. Jetzt muss ich nur gucken, wird Uran aufgeteilt. Weil das wäre halt wirklich das Fatale. Da wird Uran reingebracht. Also da kommt Uran rein. Geht hier oben auf das Band. Dieses Band. In welche Richtung ist das jetzt? Moment, das ist ein Merger. Das heißt, da geht's raus. Okay. Da geht's raus. Hier beide geht darüber. Sehr gut. Dann geht der Spaß hier lang. Einmal hier durch. Brauchte ich da drüben? Nee, da. Oder? Wenn wir gucken, brauche ich da hinten nicht auch noch Uran? Bin ich nicht, ne? Nicht spaltbares. Die da hinten braucht auch keins, ne? Die Uran hier, welche, die nochmal was anderes produziert haben. Ist der hier schon sein? Ja. Nicht spaltbares. Okay. Sehr gut, haben wir das. Dann. Und verdammt wenig an. So. Okay. Entschuldigung für die Denkpause. Das haben wir auf jeden Fall. Denn hier haben wir alles schon drin. Da haben wir Eisenplatten drin. Hier ist alles drin. Salpetersäure wird gemacht. Salpetersäure ist hier drin. Salpetersäure ist hier drin. Funktioniert das schon mal? Das ist sehr gut. Sprit wissen wir, dass er gemacht wird. Hier die Druckumwandlungsteile. Da fehlen Aluminiumbarren. Diese Aluminiumproduktion, die ist wieder. Ich glaube, ich muss mal wieder das Wasser da oben. Einmal ein Flash. Dann dürfte das auch wieder besser gehen. Gucken wir mal eben nach. Ja, jetzt fährt das auch wieder hoch. Ach ja, ihr seid ja auch noch ein Problem hier. Ist ein Schredder. Hier ist dieser Schredder angeschlossen. Oh, der ist noch frei. Jo, den hatte ich ja eigentlich hier dran. Das wird jetzt einmal hier richtig Spaghetti. Aber so können wir wenigstens dafür sorgen, dass aller Überschuss hier rauskommt. Dann sollte ich aber den Splitter eigentlich ersetzen durch einen Überschuss-Splitter. Das heißt, du musst nochmal weg,
Nein. Du weg. Und du weg. Und du weg. Dann kommt hier vor ein intelligenter Splitter. Da ist der Eingang, genau. Ist da dran. Da dran. Da dran. Mittlerer Ausgang ist beliebig, linker Ausgang ist beliebig und rechter Ausgang ist Überschuss. Ja, so soll das sein. Viel besser. Dürfte ich hier nämlich kein Problem mehr haben. Es ist nur die Frage, wie das mit dem Wasser aussieht, weil das muss definitiv da hinten weggeholt werden. Sieht das bei euch aus? Hier fehlt es an Wasser. Das kann doch gar nicht sein. Oder habe ich ein Problem, weil ich hier unten die Pumpe habe, aber das Wasser von oben erstmal da runter fließt? Was ist, wenn ich diese Leitung hier unten anschließe und damit da drauf gebe? Ist das vielleicht cleverer? Ja, ich mache mal weg. Zieh mich von hier ab. Und dann gehst du hier hin. Eigentlich müsstest du ja durch die Decke gehen. Und das machen wir uns da vorne hin. Ja, das ist nochmal ein bisschen umständlicher. Aber so, und da müsste das ungefähr dorthin, plus minus. Du kommst von da. Hier oben an. Und von da da dran. Geht das nämlich da rum und wird hier oben hochgetrieben. Was, glaube ich, besser ist für den ganzen Druck. So, soll das bis hier oben? Ist doch wieder irgend so ein Mist mit dem Anschließen von den Rohren. Okay, offensichtlich haben wir heute ein bisschen damit zu tun. Manchmal ein bisschen sehr fiddelig, ne? Du bist doch voll. Warum kommst du hier oben nicht an? Ich meine, du kannst nur von da unten kommen. Der pumpt auch wie blöd. Warum kommt das nicht hier an? Weil die Pumpe ist definitiv weit genug. Ich glaube auch nicht, dass es das ändern würde, wenn ich jetzt hier nochmal eine zwischensetze. Hier brauchen wir nur eine kleine. Habe ich auch dabei. Oder setze ich die hier? Wir versuchen jetzt einfach, um zu sehen, ob diese Anschlüsse richtig sind. Versuchen die hier. Nehmen uns ein Stromkabel, packen das damit dran. Pumpe hat Strom. Pumpe sollte Wasser kriegen. Warum auch immer hier jetzt nichts mehr ankommt.
bist sehr konstant, das gefällt mir. Du bist nicht so konstant. Ja, du hast ja auch keinen Durchfluss, aber du solltest jetzt langsam hier hochkommen, aber du musst doch mal anfangen zu pumpen. Gott, wird das eine schlechte Folge. Ah, jetzt fängst du an. Nee, nichts abreißen. Hoch? Das mehr als 50 Meter waren. Und trotzdem kommt hier nichts rein. Das Rohr ist voll. Da ist dicht gemacht. Das heißt, wir können das wegmachen, wir können das wegmachen. Da ist erstmal egal. Okay. Kommst gut. Da sind 123. Es gibt keine andere Stelle, wo es hingeht. Warum sind es nur 118? Wo sind die 5 Kubik hingegangen? Okay, wir wissen alle, das ist da noch nicht ganz sauber und da wird noch dran gearbeitet. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Auf jeden Fall sollte jetzt mehr wieder an Zeug hier vorne rauskommen. Sieht ganz gut aus. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Weil das muss halt in die Richtung. Was bist du gestellt? Ist auf volle 300 gestellt. Was eigentlich Quatsch ist, weil ihr kann eh nur ein 300 durch, aber. Reicht das Wasser hier jetzt nicht mehr aus? Das auf der anderen Seite ein bisschen beschränken. Ja, jetzt muss ich mal eben meine wunderbare Liste suchen. Wo haben wir sie denn? Warst du hier? Ja, du warst hier. Es lädt noch. Wie viel Wasser mussten wir bei der Aluproduktion weiterleiten? Also muss ich den Spaß wieder finden. Also, wir haben hier irgendwo Wasser, okay, kleines Bauxit. Das Wasser geht mit 177 darüber. Und hier unten. Jetzt kann ich jetzt gehen. 235. Das muss. Von der 600er Leitung. Ansonsten doch da oben gehen nochmal 175 da weg. Die habe ich eigentlich nach unten geschickt. Und da nochmal 40.
40 bis 177 ungefähr. 178. 178 plus 40. 180 plus 40 wären 220. Dann beschränken wir das doch mal auf 220. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen besser. 220. So. Dahin wollen wir dich haben. Dann geht mehr da hinten hin. Das wird wiederum da drin verbraucht und dann passt das. Okay. Vielleicht haben wir es ja jetzt. Gleichzeitig, okay, da kommt ja auch noch nachher noch Abwasser dazu von hier. Dieses Abwasser wiederum entsteht ja erst, wenn wir das mit dem Uran machen. Okay, läuft. Wir haben aber schon alles dran. Wie sieht das hier aus? Beton habt ihr, Plutonium-Pellets müssen erst gemacht werden. Macht Sinn. Gleiches gilt hier. Wie sieht das hier aus? Ihr habt die Blöcke, aber ihr habt noch keine Plutoniumzellen, weil die müssen erst noch gemacht werden. Bei euch sind verdammt viele Bänder leer. Aber ihr habt alles, was ihr braucht. Aber zu wenig Quarzoszillatoren. Viel zu wenig Quarzoszillatoren. Aber warum hat ihr hinten nur... Warum sind die nicht ansatzweise voll? Weil das könnte mir irgendwann mal... das Genick brechen. Hier ist voll. Stehen an. Auch die Signalisatoren. Ich hätte erwartet, dass die jetzt hier auf dem Band... Doch, die stehen auf dem Band. Ich hätte auch erwartet, dass in der Zwischenzeit die Platzoszillatoren auf dem Band stehen. Aber okay, wir wissen, dass da vorne läuft. Wir müssen nochmal gucken nach unserer Stahlproduktion. Wobei, da wissen wir, dass sie läuft. Die hat alles. Das heißt, wir gehen jetzt eine Etage höher. Gucken wir uns den Spaß hier an. Also Aluminium offensichtlich. Hier das Zeug funktioniert offensichtlich. Das auch. Weil alles grün ist, brauchen wir uns sowieso nicht angucken. Hier hin. Hier steht so halb an. Wie sieht das aus? Wo kommen die Oszillatoren her? Dort. Die sind einfach so unfassbar langsam. Aber da ist alles da, die werden produziert, also das muss sich halt erst einregeln. Eigentlich sind die auch optimal eingestellt. Theoretisch. So, da brauche ich dieses auch wieder, genau. Hier sind die Signalisatoren. Okay, die sind komplett voll. Computer, wie sieht es bei euch aus? Ihr bekommt alles. Platinen sind halt immer noch ein bisschen langsam. Aber es reicht aus, um... Jetzt bist du schon über der 14, passt. Wie sieht es bei dir aus? Du bist komplett voll. Also die Platinen werden mit der Zeit auch gefüllt. So. Gummi ist da. Platinen kommen rein. Dauert ewig, bis die soweit sind, aber alles andere ist da. Sehr gut. Was haben wir hier? Das waren Signalisatoren. Liegt auch alles an. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da ist auch alles da. Hier ist dementsprechend auch alles da. Die verstärkten Eisenplatten lassen sich ein bisschen Zeit. Aber die meisten hier sind komplett voll. Es geht jetzt noch um die beiden hier. Dementsprechend arbeitet der noch. Aber ja, es kommt hier rein. Perfekt. Und die gehen natürlich auch noch nicht nach unten weg. Okay, also die sind alle in Ordnung. Beton wird offensichtlich gemacht. Dementsprechend haben wir auch Gummi da. Wieder. Passt. Das haben wir. Wir haben eine Etage höher.
So. Hier werden Stahlrohre gemacht. Auch das ist offensichtlich alles da. Kunststoff funktioniert auch. Spitz, also das ist hier voll. Voll ist schon mal gar nicht so gut. Weil, ja, du bist so voll, dass du es nicht mehr wegkriegst. Aber passt schon. Irgendwie. Das könnte nachher nochmal zum Stocken kommen, aber okay. Das wird auch verbraucht. Okay. Da sollte ich mir auch nochmal überlegen, ob ich nicht noch einen Abzweig da vorne mal. Also wenn es bis hier hinten hinstaut, sollte ich es weiterlaufen lassen. Also weglaufen lassen. Das heißt, ich könnte eigentlich hier unten nochmal hingehen. Ja, nämlich da den Schredder. Das heißt, das könnte ich mich da draufsetzen. Aber das machen wir hier vorne. Hier könnten wir einspeisen. Da packe ich einfach einen zweiten Schredder daneben. Ich packe einfach einen zweiten Schredder daneben. Nicht genug Material in die Fähigkeit. Okay, ich packe keinen daneben. Jetzt die Frage, wie schnell ich das mache, dass ich daneben packen will. Okay, lassen wir nochmal erst. Das hier ist alles grün bis grün. Ah, okay, du wirst die im Moment einfach nicht los. Die dürfen tatsächlich Kacke laufen. Weil die sind einfach nur dafür da, die hier zu befüllen. Und wenn die hier sauber laufen, die bringen das Wasser dann schon weg. Wie sieht's denn aus? Du bist auch voll mit Wasser. Du füllst dich langsam. Sehr langsam. Noch langsamer. Passt gar nicht. Aber das passt. Den Teil haben wir also hier abgeschlossen. Da müsste noch ein bisschen mehr Zeug ankommen, aber das kommt mit der Zeit. Hoffe ich. Ja. So, einmal noch hier oben hoch. Du bist einfach nur fertig mit den Nerven. Du bist auch fertig mit den Nerven. Du bist auch fertig. Hier ist auch alles da. Da ist alles da, das wissen wir. Da hinten ist offensichtlich alles da. Haben wir sonst noch was, was wir uns angucken müssen? Das hatten wir, das hatten wir. So, wieder leer gemacht. Genau. Die Produktion wissen wir aber auch, dass sie läuft. Dass man daran sieht, dass hier alles steht. Puh. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Bis jetzt sieht es so aus, als wäre überall was da. Habe ich? Ich habe fast 200 von den Masken. Ich habe den Anzug an. Leute, wisst ihr was? Okay. Wir warten jetzt zusammen auf den ersten Zug. Und zwar gehen wir hier hin. Wir hier hin. Fahrplan. Luca 1. Wo kommt denn Auto? Wo? So. Eigentlich muss ich jetzt warten, bis der hinten angekommen ist. Das gucken wir uns heute an. Diese Spirale dauert echt lange. Ich glaube, ich muss noch einen dritten Zug da drauf setzen. Weil das ist ja auch nochmal kritisch, wie viel Uran ich reinkriege. Was brauche ich denn?
steht mein Uran? Uran. 476. So, der fährt auf jeden Fall schon mal hier rüber. Sobald der hinten ankommt, machen wir nämlich den anderen. Und wir sehen die doch beide hier auf der Karte. Ja. Machen wir den Luca 2 an. Das ist ein ganz schönes Stück, das der zu fahren hat. Okay. Dann macht er den Bogen und du kannst losfahren. Müsste es jetzt hier irgendwo reinkommen, oder? Yep. Warum bist du durchgefahren? Unload. Ach nee, du hattest als Ziel den anderen wahrscheinlich. Okay. Und hier Unload. Das hätte noch mal ganz böse enden können. Mal gucken. Bahnhöfe sind angezeigt. Auf der Karte verstecken. Züge bleiben. Markierung. Dann ist man weg. Ist der Kern weg. Und alle Ressourcen weg. Okay. Okay. Mache ich daraus einen Spoiler oder? Also nicht einen Spoiler, kommt Strahlung an? Ich meine, wir können immer noch die Züge wieder anhalten. Das ist das Gute daran. Ja, wir haben jetzt einen hohen Strahlungslevel, das weiß ich. Auch mal ein bisschen weiter von entfernt. So. Du fährst jetzt los, okay. Uran geht los. Mann, ey, ist so doof hier hinten zu gehen. Gegenstände pro Minute kann man noch nicht sagen. Okay. Uran läuft auf jeden Fall. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen weiter davon. Also wir haben ja einige Ecken, die wahrscheinlich gar nicht so schlimm vom Strahlungslevel her sind. Das läuft da lang. Und wird
in die ganzen Dinger reingepackt, weil da fällt ja sowieso nur. Also erstmal müssen die voll laufen. Was so clever ist, weiß ich halt nicht, aber okay. Uran. Kommt hier an und geht nicht weiter. Jetzt mal wieder von Quatsch. Warum? Nein, nicht den. Okay, das läuft durch. Strahlungslevel hoch. Oh, ist das hoch? Geht jetzt nach da oben. Heißt, das ist nicht so clever, hier jetzt so durchzugehen, aber du fängst an, diese Uranzellen zu machen. Ich muss mal ein bisschen. Wow. Der Scheiß strahlt ganz schön weit. Wow. Sollte hier das Strahlungslevel nicht mal langsam weg sein? Wenn ich mir die schon so verballere, dann kann ich auch mal eben hier nachgucken und dann fliegen wir nach oben. Wir haben mehr als wir brauchen. Wunderbar. Ich hoffe, das bleibt so. Okay, jetzt bin ich definitiv an dem Punkt, wo keine Strahlung mehr sein sollte. Hallo? Strahlung? Hä? Okay. That seems a little bit buggy. Mal hier rüber. Wie ist das? Müsste von da kommen. Also, okay. Strahlungslevel hat jetzt gerade. Ah, verdammt, ich Idiot. So viel zum Thema. Das ist aber ein bisschen buggy. Ich bin ein bisschen doof. Da hatte ich noch was in der Tasche. Ja, komm. So, hier ist ein erhöhtes Strahlungslevel. Was klar ist, weil hier vorne liegt das Zeug an. Da ist noch kein Treibstoff. Gehen wir noch da hinten. Oben die fangen an zu bauen, das ist klar. Dann muss der Spaß nach unten gehen. Und da muss angefangen werden. Der erste da vorne baut was. Zweite auch. Ich möchte doch nur das erste bisschen sehen, das ja. Braucht ihr eigentlich? Man kriegt Uranzelle, genau. Ist halt die Frage, welches Kraftwerk als erstes angeht, ne? Wie lange brauchen die eigentlich?
0,6 pro Minute. Wir machen 3, also 3 mal 0,6 sind 1,8 Minuten. Ich spreche, die nächsten Folgen werden wieder kürzer. Aber ich möchte doch nur sehen, wie das erste Turnier wirklich anfängt. Entweder ist es dieses oder am anderen Ende. Das Zeug geht auch mal durch. Jo. Wie sieht es denn bei dir aus? 53%. 300 Sekunden. Sekunden sind auf dem Film. Ja. Ach du Scheiße, da müssen 100 Stück rein. Das dauert ein bisschen, bis das voll ist. Wir hätten noch eine Sache mit dem Strahlungszeug hier zu tun, nämlich hinten vielleicht ein paar Puffercontainer dazwischen zu setzen, damit auch wirklich der Zug immer voll ist. Aber, sag mal, wird fertig. Ich will mein AKW anhaben. Stack zu 200, das ist schon mal ganz gut. Da liegen die schon. Wie weit sind wir denn? 82, 83. Komm, wir gucken uns das jetzt hier an. Unverschämt lange Folge, ich weiß. Du schaffst es. Was bei dir aus? Bist ja auch schon. Das Gute ist, die Dinger kommen relativ zügig nah. Okay, wir haben es gleich. So, ich fliege schon mal. Beobachte schön dieses Bandchen. Vermutung, gleich überholt zu werden. Da kommt was. Du gehst da lang. Wo geht's jetzt hin? Einer geht hier lang. Geht weiter nach da hinten. Welches wird es werden? Du hast Treibstoff. Oder auch nicht. Aber wir haben einen Sprung hier drin. Irgendwo ist Treibstoff drin. Du bist schon am Verbrennen. Das heißt, du hast Treibstoff drin. Unser erstes AKW produziert. Wie schön ist das denn? Und unser Strom geht hoch. Wunderbar. Ja, hat sich ja fast gelohnt. Ein bisschen antiklimatischer, als ich gedacht habe, aber was soll's. Mache ich das als Screenshot? Wäre das ein guter Screenshot? Eigentlich nicht, ne? Nein. Da gucke ich nochmal.
Ich sag mal, das war's für heute. Gut, da geht auch schon der erste Priest weg. Das können wir uns auch noch angucken. Vielleicht sage ich auch noch nicht, das war's für heute. Aber das ist schlecht hier oben. Oh, das ist ganz schlecht hier oben. Oh, ist das schlecht. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Jetzt habe ich den Scheiß in der Tasche. Der soll aber hier rein. Okay. Der hat schon mal erledigt. Da kommt der nächste. Ja, jetzt aber. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen war großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.